ein herzliches Willkommen zum Monatsspruch April hier im Treppenhaus auf dem Weg zur geistlichen Gemeindeerneuerung. Vor einigen Jahren haben wir noch gedacht, geht es bergab oder geht es bergauf? Momentan sind wir in einer gesellschaftlichen Situation, wo wir auch nicht wissen, geht es bergab oder geht es bergauf. Zumindest haben wir ein Problem mit den Grundrechten und mit dem Föderalismus. Am vergangenen Samstag hatten wir uns hier getroffen über Zoom, Mitgliederversammlung, und wir stellen fest, mit der geistlichen Gemeindeerneuerung geht es bergauf. Immer mehr treten bei, immer mehr Pastoren der Nordkirche kommen dazu und vor allen Dingen Jüngere. Und darüber freuen wir uns sehr. Es geht bergauf mit der geistlichen Gemeindeerneuerung. Hier heiße ich euch willkommen im Eingangsbereich zu unseren Räumlichkeiten und zu unserem Büro. Da werde ich mich jetzt gleich hinsetzen an unserem Schreibtisch und etwas zum Monatsspruch sagen. GGE, bergauf! Christus ist das Bild. Aber es heißt doch, wir dürfen uns kein Bild machen. Spannend, dass die Bibel sich hier selbst korrigiert. Wir dürfen uns ein Bild machen, und wenn wir uns ein Bild machen, dann machen wir uns ein Bild von einer Geschichte zum Beispiel. Wir machen uns ein Bild, wenn wir ein Wort hören, wie zum Beispiel Stern oder Apfel oder Kamel. Und ich weiß nicht, welche Geschichte Sie mit diesen Worten jetzt in Verbindung gebracht haben. Definitiv haben Sie sich etwas dabei gedacht. Wir machen uns Bilder. Bilder entstehen in unserem Kopf, wenn wir Worte hören. Zum Beispiel Abglanz der Herrlichkeit Gottes, Brot des Lebens, Friedefürst, Herr des Friedens, König der Völker, Morgenstern, die Tür und der wahre Weinstock. Und ich bin mir sicher, bei jedem einzelnen Wort haben wir ein Bild im Kopf, eine Geschichte. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und die Worte, die wir eben gerade gehört haben, lassen in uns Bilder entstehen. Geschichten tauchen auf. Und das ist ganz unabhängig, wie tief wir eingestiegen sind in die Bibel. Natürlich wissen wir, dass die Bibel ein Bild von Gott uns schreibt. In unsere Gedanken, in unsere Vorstellungen, in unsere Welt. Und Christus ist das entscheidende Bild. Für mich nach Ostern ist dieses Bild das Entscheidende. Christus, das Lamm Gottes, der sich hingibt für die Sünde der Welt, so wie Johannes der Täufer ihn schon ankündigt in dieser Welt. Und ich hoffe und wünsche mir, dass er bei dir, bei Ihnen angekommen ist. In dem Sinne, frohe Ostern!